Je größer die Deals und je mehr Deals pro Monat gemacht wurden, desto höher war natürlich auch die Provision, die man verdienen konnte. Und der Anreiz war klar: so viel wie möglich, so schnell wie möglich. Junge Männer wie John konnten in kurzer Zeit ein Vermögen machen. City Boys werden sie genannt. Über Nacht wurde ein Auto für 100.000 Euro und mehr, jeglicher Luxus, erschwinglich. Hier nach London kam ja jeder her aus allen möglichen Ländern. Das war wie eine Goldgräberstimmung. Die hatten alle gehört, hier in der City kannst du 100.000, im nächsten Jahr vielleicht 200.000 Pfund verdienen. Und wer das ein paar Jahre gemacht hatte, konnte wieder nach Hause gehen und sich einen ganz anderen Lebensstil aufbauen, von dem er vorher nur träumen konnte. Die Erfolgsprämien treiben die City Boys zu immer riskanteren Geschäften. Die Boni waren gigantisch. Das waren lebensverändernde Größen. Ein Jahresbonus ging los bei mehreren 10.000 bis zu zweistelligen Millionenbeträgen. Das war damals keine Seltenheit. Menschen sind gierig, aber ihre Gier muss durch die Angst vor Verlusten gezügelt werden. Sie müssen die Folgen spüren, wenn sie Fehler machen. Ich glaube, genau das hat gefehlt. Jeder strich Gewinne ein oder bekam Boni, und als es schief ging, waren die Banken einfach pleite. Auch Annette macht die erfolgsabhängige Bezahlung richtig scharf. Sie liebt besonders die Jagd auf Fondsmanager großer Versicherungen. Erst mal gucken, wie viele Millionen hat er überhaupt anzulegen. Ist er eher risikoscheu oder risikogeneigt? Oder ist er ein sehr konservativer Anleger? Das wurde erstmal abgecheckt. Danach wurde so ein institutioneller Investor eingeordnet. Ist das eine ganz fette Beute oder doch eher eine magere? Ein Investmentbanker will das wissen, weil er gleich umrechnet in seine eigenen Gewinne, die er aus diesem Kunden herauszieht. Je riskanter die Geschäfte, desto höher die Provision. Das aber verrät Annette ihren Kunden nicht. Die werden verwöhnt. Man spielt mit denen Golf oder lädt sie zu Golfturnieren ein oder in tolle Restaurants, wo die mal einen Wein für 400 Euro trinken dürfen. Das wird dann als Seminar verkauft. Und beim Frühstück wird eine halbe Stunde über etwas Fachliches geredet. Und das alles auf Kosten der Bank. Und aus so einer Situation wird dann so ein Finanzprodukt verkauft. Ich habe oft genug gedacht, dass die nicht wirklich verstanden haben, in was sie jetzt viele, viele Millionen investieren. So, die Menschheit fällt immer gern auf Sachen ein, die sie nachvollziehen kann, aber wo sie das Gefühl hat, jetzt kommt man zu neuen Lösungen. Es kommen immer wieder Leute, die sagen, 2 mal 2 ist nicht 4, sondern mindestens 4,3. Das Treiben deutscher Banken soll eine Behörde kontrollieren. Die BaFin in Bonn, das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen. War das Amt überfordert? Die Bankenaufsicht in Deutschland, die von einigen, wie ich glaube, unter ihrem Ruf schlecht gemacht wird, sie ist genauso gut wie die Bankenaufsicht und genauso tätig gewesen wie die Bankenaufsicht in anderen Ländern. Aber sowohl die Bankenaufsicht wie Verwaltungsräte, wie Aufsichtsräte können nur das prüfen, was ihnen offengelegt wird. Doch vieles lag offen. Zum Beispiel für Jörg Asmussen, damals Aufsichtsrat bei der IKB, heute Steinbrücks Staatssekretär. Unter seiner Aufsicht lagerte die Bank Milliarden in Briefkastenfirmen aus. Der Bank waren die Risiken bekannt. In einer Studie mit dem Titel California Dreaming prophezeien die Bankanalysten steigende Verluste. In The Clock is Ticking warnen sie, Schockwellen werden die Wirtschaft erschüttern. Hier hätte die Bankenaufsicht sehr viel gründlicher sich solche Auslagerungen, solche Umgehungen des eigentlichen deutschen Bankaufsichtsrechts anschauen müssen und auch einschreiten müssen, da es sich hier offenbar um einen Missstand handelte. Der Chef der Bankenaufsicht, Jochen Sanyo, schreitet nicht ein. Der Bundesrechnungshof untersucht den Fall IKB und stellt fest, die IKB hatte kein angemessenes Controlling. Die Risiken wurden nicht richtig eingeschätzt.
Der schwerste Vorwurf, die Bankenaufsicht habe keine erkennbaren Initiativen ergriffen. Darüber hinaus muss man sicher auch Vorwürfe machen allen, die Aufsichtspflichten hatten, dass hier so lange nicht erkannt worden ist, welche Risiken Banken hier eingehen. Helmut Linsen, Aufsichtsrat bei der WestLB und Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, wird angeblich von der Krise überrascht. Rainer Wiegard, Finanzminister in Kiel und Aufsichtsratschef der HSH Nordbank, gibt sich ahnungslos bis heute. Gerhard Stratthaus, Ex-Finanzminister in Stuttgart, 10 Jahre Aufsichtsrat der LBBW, will nichts bemerkt haben. San Francisco, Kalifornien. Hier lässt sich besichtigen, wie die Immobilienblase entstanden ist und dann platzte. Millionen Amerikaner bekamen Kredite ohne jede Sicherheit. Ihre Schulden wurden an die ganze Welt verkauft. Auch die Bank von Enno Balz hatte in US-Immobilien investiert. Die Frage, die sich die wenigsten gestellt haben, war, warum war der amerikanische Hypothekenmarkt so lange so profitabel? Das ist letztendlich die Kernfrage. Wenn man sich die Frage nicht stellt, dann ist letztendlich dieser Markt wie ein Schlaraffenland, wo man ständig Geld daran verdient, ohne irgendein Risiko zu haben. Aber was passiert, wenn diese Häuserpreise einmal nicht weiter steigen oder gar fallen? Enno Balz auf dem Weg zu Keller & Williams, einer großen Immobilienfirma am Rand von San Francisco. Die beiden Maklerinnen staunen nicht schlecht. Enno Balz ist einer der wenigen deutschen Manager, der sich hier blicken lässt. Es ist ein Desaster. Dagmar Satterler verkauft seit 15 Jahren in Amerika Häuser. Einen solchen Niedergang konnte sie sich nicht vorstellen. Dieses Haus ist ein sehr gutes Beispiel, dass keine Bank in so einem Haus eigentlich ihr Geld investieren würde. Dieses Haus ist ein Cash-Only-Haus, Bargeld nur Bargeld noch. Aber es ist mal von einer Bank finanziert worden, ne? Ja, sicher. Ja, sicher. Wie viel hat es an Wert verloren in den letzten Jahren? Ich würde sagen, wahrscheinlich gute $200.000. Nichts mehr zu retten in diesem Haus. Und auch sonst sieht es düster aus in der Gegend. Did he want to take any pictures? Yes. Oh, okay, I don't mind. Auch Linda Owen wollte sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen. Die Rentnerin bittet uns herein. Sie muss demnächst ausziehen. Ihr Haus wird sie verlieren. Denn Linda kann ihren Kredit nicht mehr bezahlen. Die Zinsen sind gestiegen und ihre Rente reicht nicht. Sie wird zu ihrer Tochter in den Süden ziehen. Sie fühlt sich hintergangen von den Kreditvermittlern. Linda Owen ist verbittert. Die wussten genau, dass sie den Leuten schlechte Kredite gegeben haben. Die wussten, dass sie Leuten Geld gaben, die nichts hatten. Und dann haben sie ihnen ihre Häuser weggenommen. Viele mussten ihre Häuser aufgeben und wegziehen. Die Banken wussten genau, was sie taten. Jetzt rufen sie Betrug. Ihr einziger Trost, die Banken werden auf dem Schaden sitzen bleiben. Denn in Amerika muss keiner bis ans Lebensende Schulden abstottern. Ganz anders als in Deutschland. Der Unterschied liegt im Wesentlichen darin, dass in den USA der Schuldner nicht selber für seine Hypothek haftet, sondern er kann, wenn er sich dazu entschließt, den Schlüssel abgeben, aber es ist für ihn jetzt keine persönliche Haftung, dass er den Kredit zurückbezahlen muss. Keine persönliche Haftung. Davon profitieren viele Amerikaner. Ihre Häuser haben sie als Spekulationsobjekte benutzt. Solange die Preise stiegen, gab es immer neue Hypotheken von den Banken. Und deren Kunden nahmen das Geld gern. Viele lebten über ihre Verhältnisse. Manche Leute haben das Geld wieder investiert und haben sich dann ein größeres Haus gekauft. Manche Leute sind in die Pension gegangen, sind in einen anderen Staat gezogen, wo das Leben dann billiger ist wie hier in Kalifornien. Viele Leute haben das Geld halt auch verschwendet. Wofür?
für Sachen, die sie sich wahrscheinlich nicht leisten konnten, so Boote, Ferienhäuser. Nun stehen viele dieser Prachtvillen leer.